Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Christus2706. Wir sind heute wieder in Sulani und wir haben einen Auftrag. Eigentlich haben wir drei Aufträge, jawohl. Und zwar sind die sehr klein, die Aufträge. Sehr klein und niedlich. Und hier sind sie, habt sie ja schon kennengelernt. Sind jetzt nicht neu für euch, aber wir werden sie jetzt in ihr neues Zuhause bringen. Unsere drei Hündchen, sie sind jetzt schon übergegangen in den Haushalt der Mainsanders, wie ich immer zu sagen pflege, weil ja, die Zwillinge werden sie heute noch ausliefern. Simba hat sie gerade entdeckt und gleich mal sein Revier abgesteckt. Hunde braucht er ja gar nicht. Das ging ja damals auch nicht. Also wir hatten ja schon mal Hunde. Und da mussten wir dann auch immer mit den Großeltern aufteilen. So, und ich werde euch jetzt auch sagen, wo die Hündchen hinkommen. Kelly. Oh, sie kommt doch rein. Ja, wunderbar. Kelly, die aussieht wie Blümchen, geht an die wundervolle Miss Nitzrek. Ja, sie hat sich in den kleinen Schatzteil verliebt. Und den Bentley, der traut sich gar nicht, das ist ein bisschen schüchtern. Und Bentley ist ja so ein weißer Hund und ich dachte schon, als ich ihn gesehen habe, der würde ja sehr gut zu den Chunks passen. Aber da sie ja schon viele Tierchen haben und ein großer Haushalt sind, hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass Sandra wirklich schreit. Ha, den hätte ich gerne. Und ja klar, nichts schöner als das. Ein verspätetes Hochzeitsgeschenk für Mary und Joey. Ich hoffe, ihr habt sie gesehen, die Hochzeit. Eine Traumhochzeit, so toll. So lange habe ich drauf gewartet und oh, es war so schön, Sandra. Danke, danke noch einmal für diese Hochzeit. Die Shelly und ich habe mir überlegt, die wird Romis beste Freundin bekommen, denn die haben noch gar kein Haustier in der Familie. Und das würde dann ganz gut passen. Das machen wir. Und Angela schläft, wie ich gesehen habe. Und zwar auf der Couch. Ja. So, also Angela, bitte. Wir kochen jetzt was. Weil die Zwillinge nach Hause kommen. Wir sollen ja auch mal wieder was Ordentliches essen. Auberginen mit Parmesan. Jo, wie machen wir ja. Wir werden euch dann auch noch ab und zu sehen, aber ganz bestimmt. Sind sie nicht knuffig? Ich liebe das. Wenn du hier fertig bist, könntest du mal ein paar Enkelkinder einladen. Elisa. Kate. Und Tim. Genau. Will ich auch mal wieder sehen. Ja, und dann ist eh schon 14 Uhr. Dann kommen die Schüler nach Hause. Wo hast du das Essen hingetan, Schatzilein? Angela, Schatzilein. Haben die Hundis und Katzis noch zu essen? Ja, ja, da kommen sie, unsere Dottis. Hallo, Kate. Wir sind alle ein bisschen bummelig, seht ihr? Aber süß. Aber süß. Da sind die anderen. Das ist der Tim. Das ist der Nächste, der zum Kind wird. Da werden wir demnächst mal Geburtstag feiern, glaube ich. Und das ist die Kate. Die anderen auch gekommen. Ja, hier kommt die Elisa. Hi Elisa, unsere Jüngste. Also unser jüngster Toddler. Und die Hanna, die nicht Brigitte heißen wollte. Ja, da hast du auch recht, gell?
Ja, kommt schön rein und schauen sich die Hundis an. Aha, du kannst hier sagen zum Essen rufen. Dann kommen die vielleicht hier rein. Lisa, ein Hündchen, hä? Oh, der gefällt dir. Oh, gefällt dir nicht? Ich würde mich mit ihm anfreunden, denn der kommt direkt in deine Nachbarschaft. Ja. Was ist los mit der kleinen Maus? Altio wohnt ja neben den Chunks. Oder Adams. So. Rick ist auch da. Ihr geht auch essen. Zwillis hier. Du auch. Er ruft den an. Joy. Nee, wir wollen den Abschluss nicht vorzeitig machen. Oh je, Romy ist krank. Romy ist krank. Kerstin. Vom Kanal Miss Niedrig. Und die kleine Kelly kommt entweder zu Kaya in den Schäferwagen. Das ist jetzt die neue Staffel 2 vom Farm Let's Play. Oder zu Margret in die Disney Challenge. Margret ist ja sozusagen Cinderella. Und ja, egal wo, sie wird es auf alle Fälle gut haben. Und außerdem hat Kerstin ja auch noch die 100 Bibi Challenge am Start. Mein Lieblings-Let's Play bei ihr. So, Erik, du musst sie bitte mal Respekt vorstellen, bitte nicht kokett. Das hätte der Albert sicher nicht so gerne. Und jetzt guckt er auf sein Handy. Mal gucken, ob ihm vielleicht Luana geschrieben hätte. Kerstin stellt sich auch vor und sagt: Hallo, Erik. Vielen Dank, dass du mir Kelly vorbeibringst. Ich werde ganz sicher gut auf sie aufpassen. Ich habe ja auch ein Hündchen hier, die kleine Sunny. Wo ist denn die eigentlich? Normalerweise ist sie immer draußen. Und ja, dann werden wir jetzt. Es ist kalt. Und wir werden jetzt hier das gleiche mit dem Sim-Kommando machen. Dann muss ich nicht wieder in Welten verwalten. Ja, da gehört sie rein zum Albert Nils. So, und schon ist sie bei uns weg. Und Kerstin kann über sie verfügen. Dann sagt Erik noch: Ich wünsche viel Spaß mit den kleinen Hunden. Schöne Grüße auch von Jana. Oder wenn es irgendetwas gibt. Einfach vorbeikommen in ihre Tierarztpraxis. Sie hilft da gerne aus. Und dann tut er sie nochmal streicheln und über Bellen belehren und sagt: Liebe Kelly, du musst brav sein. Du bist ein guter Hund, ein Sanders. Erik fährt jetzt nach Hause und den Rest wird Romy übernehmen. So, jetzt ist es zwar schon ein bisschen später, es macht aber nichts. Hier in Sulani ist es ja länger hell und wir werden als erstes also. Jetzt seid ihr dann getrennt. Jeder für sich. Na komm, wir reisen. So, Shelly geht mit. Und wir fahren zu den Queens. Natürlich auch, weil Jamie dort ist. So. Ach, ist das die schon? Nee, alles gut. So, die freuen sich über Romis Besuch. Und Romy sagt das. So.
Oliver Queen. Und jetzt wohnt er da. Wie schön. Jetzt wohnt er da. Ja, Corinna, das ist jetzt dein Hund. Jamie? Warum gehst du denn schlafen, wenn ich da bin? Ich habe euch extra den Hund gebracht. Ganz spät. Jetzt geht er weg. Er sagt nicht mal was. Ach, jetzt ist er. Ist Mr. Queen. Wo geht er denn hin? Ach, er geht was essen. Bist du auch hungrig? Nicht so wirklich, gell? Läufst du mir davon? Nein, ich hatte Hunger. Und deswegen kannst du nicht mal guten Morgen oder so sagen. Hey, du hast mich aufgeweckt. Entschuldige. So bin ich immer, wenn ich geschlafen habe. Freust du dich über den Hund? Naja. Bisschen klein noch, aber später kann man vielleicht mit ihm joggen gehen und so. Das ist schon nicht schlecht. Früher wollte ich immer einen, aber... Naja. Wollen wir wieder mal ausgehen? Ja, am Wochenende vielleicht. Das wäre toll. Aha. Der Anstandsbauer kommt auch. Ja, eigentlich eine sehr nette Familie, aber sie hat sich schon sehr oft ein bisschen zerlegt. Weil der liebe gute Oliver fremdgegangen ist, muss ich ihn dann immer wieder zurückholen. Schauen wir mal. Yeah. Erster Kuss erleben. Mumi ist da ein bisschen, wie soll ich sagen, offener als manche andere Teenager-Damen in dieser Let's Play-Welt. Ja, aber ob das so gut ist, das wissen wir alle nicht. Auf alle Fälle hat sie ihren Jamie jetzt geküsst. Schauen wir mal, was das für Einträge bringt. Aha, hier ist noch ein Merkmal, was wir noch ausfüllen. Schwärmerei. Okay. You bourbon nerds? Ja, schlaf dich hier aus. Zurück zu Hause, Angela beim Frühsport. Erik müsste aufs Klo, weil der hat wahrscheinlich gar nichts getan von dem, was ich gesagt habe. Toilette. Achso, Erik. Und dann schicken wir euch alle alleine los. So, etwas später sind jetzt endlich die Kids zu Hause. Und diesmal werden sie einfach beide fahren. Wir nehmen das Telefon. Achso, Omi macht noch die Hausübungen. Erik, das könntest du auch noch machen, schnell. Ist eh sehr schnell. Und die Chunks wohnen bei mir in Willow Creek. Sie haben hier nicht das Originalhaus, aber ein sehr großes, schönes Haus. Ein weißes. Und da wohnen sie. Mit der kleinen Smarty. So, juhu, hier sind die frisch Vermählten.
Mary Adams. Also bei mir heißen sie Adams. Ich hatte sie aber schon vorher verheiratet. Und Brüder heißen natürlich Chunk. Tyler heißt auch Chunk. Und der Joey ist wahrscheinlich zur Arbeit. Und dann kommt unser kleiner Dapsi. Hallo! Stell dich mal bei Mary vor. Respektvoll vorstellen. Du auch. Und jetzt wird's gleich spannend. Hier kommt Smarty. Na? Versteht ihr euch? Smarty ist ja ein bisschen aggressiv. Übrigens auch eins anders. Die zwei, hä? Wir bestehen sich. Das klappt. Ja, aber das ist auch klar. Das ist auch klar. Die verstehen sich. Meine Sims und die Sims von Sandra, die verstehen sich meistens. So, Omi, dann werden wir dir mal an die Tür klopfen. Der Eingang müsste hier sein. Aha, nicht. Wäre so gedacht, ist er wahrscheinlich da hinten. Soll mir auch recht sein. Das ist übrigens dann das Haus für die Chunks. Ich finde es wirklich toll. So haben sie genug Platz, brauchen trotzdem nicht so ein Riesengrundstück. Und hier gleich nebenan wohnt ja unser Theo. Und wieder zurück. Der Luan Nelio rennt draußen rum. Na, wenn ich hätte, ist ein Wunder. Joey sitzt am Schach. Und jetzt ist die süße Lucy. Und wo ist jetzt Romy? Ach, Romy ist hier und spricht mit Tyler. Ach, hier steht noch der Weihnachtsbaum. Aber ist okay. Die zwei unterhalten sich auch ganz gut, hm? Kannst du. Kannst du Tyler noch kennenlernen? Einmal, ob er Single ist. Hallo, oh. Sie findet die Kleinen, glaube ich, ziemlich gut. Jetzt muss er aber schon dringend aufs Klo. Kein Wunder, wenn er so viel Kaffee trinkt. Flurba? How about you me? Yeah, was denn das, yo? Was denn oi? Squish as a bibisabor. Waiting for maze, huh? Was hat er denn gesagt? Boba ne? Er ist Single. Schön. Aha. So. Naja, jetzt wird die süße Bentley, wird der süße Bentley hier bei Smarty bleiben. Und ihr könnt sich anfreunden. Und dann ist sie nicht mehr alleine, gell? Weil Annika hat ja ihren Dalmatiner mitgenommen.
Bist du hübsch? Mal gucken. Wie geht's denn deinen Pickeln? So, und dann werden wir Bentley in den Junkhaushalt schieben. Und dann wünschen wir Bentley hier noch viel Spaß der Familie Chunk Adams. Noch eine schöne Flitterzeit. Und hey, dann die spielen Baseball. Guck mal. Wie schön, von sich aus im Schnee. Noch ein mega schönes Bild. Und dann schicken wir sie nach Hause. Und damit beenden wir auch die heutige Folge. Ist eh schon wieder lange genug gewesen, aber drei Tierchen unterzubringen, das dauert eben. Mission Hündchen ist also abgeschlossen. Mission Mount Kovarevi, die zweite, startet dann nächste Woche. Und ja, ich kann nur wieder mal sagen, passt auf euch auf. Und habt viel Spaß. Genießt das Leben. Ciao und Baba, eure Christa.